Operation Barbersturm. Anonymous ist eine Idee für eine wirkliche freie Welt, in der Regierungen und ihre Motive unvoreingenommen und transparent sind. Anonymous ist eine Idee, wo Menschen für sich selbst und für das Wohl der anderen arbeiten, individuell und kollektiv. Diejenigen, die sich mit Anonymous identifizieren, haben einen gemeinsamen Glauben, der Glaube an Freiheit der Meinungs- und Informationsfreiheit, in einer Welt frei von Unterdrückung und Korruption, in einer Welt des Fortschritts und des Friedens, in einer Welt regiert nur durch die Verfassung. Jeder, der will, kann bei uns mitmachen. Uns interessiert es nicht, ob du links oder rechts bist, ob du lange oder kurze Haare trägst, ob du Metal oder Hip-Hop hörst, ob du Student oder Arbeiter, Soldat oder Arbeitsloser bist. Uns interessiert nur eins: Willst du dem System die Zähne zeigen und nicht sang- und klanglos untergehen? Falls ja, schließlich uns an. Handystrahlung macht uns krank. Durch die Bestrahlung mit gepulsten Mikrowellen, wie sie im Mobilfunk verwendet werden, können Gefahren für die Gesundheit entstehen. Darauf wird in zahlreichen Untersuchungen von Ärzten und Wissenschaftlern hingewiesen. Gerade durch die Pulsung ist die Mikrowellenstrahlung von Handys und Mobilfunksendern besonders gefährlich. Ein eingeschaltetes Handy ist ein Mobilfunksender, der ihnen DIRECT in den Kopf strahlt. Sie gefährden damit aber nicht nur sich selbst, sondern sie gefährden auch alle anderen im Umkreis von vielen Metern. Ärztekammer warnt vor Handys. Nach der Weltgesundheitsorganisation, WHO, warnt nun auch die Wiener Ärztekammer vor etwaigen gesundheitlichen Schäden von Handystrahlen. Sie plädiert UA für ein Werbeverbot mit Kindern als Zielgruppe, die Förderung einer von der Industrie unabhängigen Forschung, sowie die Kennzeichnung der Höhe der Sendestärke. Handys senden Mikrowellen aus, die teilweise im Gewebe des Kopfes absorbiert werden. Neue eindringliche Warnungen: Das Benutzen von Handys kann bei Kindern zu kurzzeitigen Gedächtnisstörungen, Abnahme von Aufmerksamkeit, Lernverhalten und kognitiven Fähigkeiten, sowie erhöhter Reizbarkeit führen. Langfristig können sich Depressionen und eine Degeneration der Nervenstrukturen im Gehirn entwickeln. Elektrosmog: Elektromagnetische Strahlung von Handys, Sendemasten, elektrischen Geräten und der neuen drahtlosen Technologie beeinträchtigt unsere Gesundheit, indem hormonelle und andere körperliche Vorgänge gestört werden, und zwar manchmal so stark, dass eine Krebserkrankung ausgelöst werden kann.